Scheiße! Das schönste Tor, das du je geschossen hast? Mein erstes Zweitligator gegen Almut Schuld. Da hat sie noch bei Magdeburg gespielt. Da habe ich davon, ich weiß gar nicht, ein bisschen weiter als die Mittellinie, habe ich eine Bogenlampe über sie rüber geschossen. Und das schönste Tor, das du je gesehen hast? Oh, das war eindeutig Diego gegen Aachen in der Nachspielzeit, das Tor des Jahres damals. Fast so wie Mainz gegen... Ja, so ähnlich. Was war als Kind dein Traumberuf? Polizistin auf dem Motorrad. Aber als ich herausgefunden habe, dass ich nicht nur auf dem Motorrad fahren dürfte, fand ich es irgendwie blöd. Dann wollte ich lieber Fußballerin werden. Wie heißt dein Lieblingslied? Puh. Sing es. Stopp! Was du? Werder Bremen, lebenslang Grün-Weiß. Wenn du nicht Stürmerin wärst, auf welcher Position würdest du gern spielen und im warum? Tor. Im Tor. Da muss man am wenigsten laufen. Du faules Stück. Was war deine coolste Verkleidung zu Karneval? Im Kindergarten. Da bin ich als Ninja Turtle gegangen. Gibt es da nicht verschiedene? Ja, frag mich nicht, welchen ich hatte. Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Also, erstens würde ich meine besten Freunde mitnehmen, damit ich keine Langeweile habe. Zweitens würde ich ganz viel Geld mitnehmen für Essen und Trinken. Und drittens einen Fußball natürlich. Obwohl, den kann ich mir von dem Geld auch kaufen. Obwohl, ist ja eine einsame Insel, ne? Dann nicht. Wie heißt die WhatsApp-Gruppe, in der du zuletzt geschrieben hast? Puh. Überleg. Shades of Grey. Korrekt. Mit wem würdest du gerne einmal einen Kaffee trinken gehen? Mit Lukas Podolski. Der schlechteste Film, den du je gesehen hast? Ich habe schon einige schlechte gesehen. Das Problem ist, ich kenne die Titel meistens nicht. Mir würde da auch keiner einfallen. Machen wir weiter. Doch! Dieser Film Feuchtgebiete. Der war richtig schlecht. Der war einfach nur ekelig. Ja, richtig widerlich. Vor der Tür steht ein vollgetankter Privatjet. Wohin würdest du jetzt fliegen? Oh, ich wüsste, ich würde irgendwo, wo es richtig, richtig warm ist, Malediven oder so. Wer ist dein Sportidol? Diego. Ribas Acuña. Sí. Warum denn? Oh, der Typ ist einfach der Hammer. Weil Aussehen. Das spielt auch mit zu. Aber auch sportlich, was er so in Bremen auch geleistet hat. Und damals, ich weiß nicht, wie alt war ich da? Ich glaube 13, als ich den kennengelernt habe. Ja, und dann hatte ich auch ein Treffen mit ihm so und dachte, das war schon cool und ist mir dann immer im Kopf geblieben und ja. Wer ist die intelligenteste Person, die du kennst? Ich finde viele Menschen intelligent. Ich glaube, es gibt ganz wenige dumme Menschen. Puh, ich glaube, da täusche dich. In meinem Umkreis meine ich, ne? Nicht allgemein bezogen. Welcher ist dein Lieblingsfilm? So spät das Leben. Die beste Spielerin, mit der du je zusammengespielt hast. Was guckst denn du jetzt so? Also früher war das für mich immer Katharina Hamann. Weil die war für mich das absolute Hype von Werder Bremen. Als sie dann nach U-Nationalmannschaft gespielt hat und so. Da habe ich immer so, oh, das ist Katharina Hamann. So, da war sie für mich immer ja, so unantastbar. Und dann habe ich mit ihr in eine Mannschaft gespielt und das war schon für mich ein heftiges Gefühl. Mit wem würdest du gerne mal für einen Tag tauschen? Ich glaube, ich würde einen Schauspieler nehmen. Einfach mal so zu sehen, so, wenn man einen Film dreht, wie es am Set ist. Ich glaube, ich würde Johnny Depp nehmen, mit dem würde ich gerne mal tauschen. Dein Lieblingsmusiker, Musikerin oder auch Band? Muss ich ehrlich gestehen, ist Johannes Strate von Revolverheld. Mag seine Stimme und auch, dass er hier bei Werder im Stadion schon aufgetreten ist und so, finde ich irgendwie alles ganz cool. Und? Hattest du Spaß? Ja, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe mit dir habe ich immer Spaß. Wer ist als nächstes dran? Ich würde auch Katzelschwurf. Ja, wir nehmen die Ösis. Ich mag die. Hauschi und Kati. Hauschi und Kati. Mit dem Gösser.